Und dann würde ich sagen, wir kochen noch ein bisschen weiter. Mal gucken, was sonst noch so gibt. Mit der ist gerade dunkel, ne? Nachtmusik könnte jeden Moment losgehen. Was steht denn als nächstes an? Zwiebelsuppe haben wir gemacht. Da, die pikante Pastete. Haben wir gerade gesehen, die hatten wir schon mal hergestellt. Beerenmarmelade. Himbeeren und Blaubeeren. Die haben wir auch hergestellt. Salat auch. Würste auch. Das waren ja, ne, früher unsere Beefies. verbranntes Gemisch auch. Das auch. Das auch. Das auch. Nee, Schmutzshake. Schlamm. Himbeeren, Blaubeeren. Sehr gut, weil Himbeeren, Blaubeeren brauchen wir auch für die Marmelade. Was soll denn das auch? Himbeeren, Blaubeeren und dann Schmutz da rein. Also so Schlamm. Ist ja pervert. So, hier. Und dann die Beeren hier. Ein der und ein der. Und dann machen wir ein bisschen Marmelade. Sehr gut. Aber gut möglich, dass ich auch die schon hergestellt habe. Den habe ich bestimmt noch nie hergestellt. Oder? Na los, komm. Meine ich doch. Jetzt haben wir ihn hergestellt. Und Marmelade bestimmt auch nicht, weil das zu low war und das zu viele Beeren gekostet hat. Doch, habe ich mal. Gut. Wahrscheinlich ewig her. So, dann haben wir hier würzige Marmelade. Weil die sieht wirklich nicht lecker aus. Und wenn ich mir die Zutaten so angucke. Honig, Trauben und Straußenfarn. Das kriegen wir doch hin. So, hier kann ich den und den reinschmeißen. Honig. Trauben. Straußenfarn. Da ist die Nachtmusik, ne? Ja, ich würde das vielleicht hier eben noch zu Ende machen mit dem Kochen. Weil wir sind, glaube ich, gleich durch. Wir haben, glaube ich, gleich die ganze Liste abgeklappert. Hier. Würzige Marmelade. Wir hatten das überhaupt 90. Naja, gut. Und was gibt es dann da noch? Das haben wir definitiv hergestellt. Das war ja immer unser Standardessen. Rübeneintopf auch. Daran erinnere ich mich. Wolfsspieß auch. Trieft vor Geschmack. Den haben wir, glaube ich, hergestellt, weil der so lecker aussieht. Und das hier auch. Sehr gut. Dann haben wir alles durch. Oder? Ich glaube, wir haben jetzt alles einmal gekocht. Ich wünschte, das könnte man irgendwo nachgucken. Kann man das vielleicht sogar... Moment. Ich will mir erstmal hier den Stuff einsortieren. So. Honig. Zack. Dann die Kräuters hier. Und den Schlamm hier hinten wieder rein. So. Sehr gut. Ich glaube, das zweite Mal, dass wir Schlamm für irgendwas genutzt haben. Sonst haben wir das ja immer nur für diese Bomben genutzt. Diese Schmutzbomben. Um in den Mistlands... sozusagen durch die Türen angreifen zu können, durch diese Tore, ne? Halt, ich hatte Met dabei, der kommt hier rein. Steil geh, Met. Zack. Ja, das meine ich mit dem Askwin, Alter. Da ist er doch. Na, was los? Ist ihm wohl ein bisschen zu eng hier, wa? Der braucht wohl mehr Auslauf. Gut, wie dem auch sei, gute Nacht. So, guten Morgen und da würde ich sagen, ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich echt Bock, dieses letzte Askwin-Gulasch-Zeug auch noch zu holen. Wollen wir uns eben kurz ein paar Höhlenpilze holen? Ich mache einfach mal hier eine große Runde. Komm, Energieschild. Oh, Food. Dann Energieschild. So. Und hindurch. So. Und dann brauchen wir gar nicht viele, deswegen will ich auch keine große Runde gehen. Ich gehe einfach mal so nach da und hoffe, auf ein paar Pilze zu treffen. Komm schon. Ah, hier haben wir eine Butz. Da sehe ich auch schon Pilze leuchten und auch Straußenfaden. Das nehme ich alles mit. So. Na komm. So. Boah, ja. Straußenfaden ist hier sogar tatsächlich en masse. Das ist natürlich erfreulich, aber ich hätte viel lieber Pilze en masse. Und Straußenfarben ein bisschen weniger. Naja, gut. So, hör damit. Und so. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn wir diese Pflanzen hier kaputt machen, spawnen sie ja nicht mehr nach. Aber die Pilze, da können wir ja Gelände kaputt machen, wie wir lustig sind. Das ändert ja nichts am Spawnpunkt. Oh, ein Topf.
Eine Scherbe, sehr gut. Sag mal! Packst es? So, der will Frost abkriegen. Auch eine Erfrischung. So. Zack. Und dann gehe ich nochmal hier eine Runde lang. Achso, ja, hier ist ja der Spawnpunkt vom Boss. Nö. Dann vielleicht hier hinten, kein Plan. Bei diesen Dingern, da waren immer welche, ne? Hier aber nicht. Da habe ich schon gedacht, ich habe ein Muster erkannt, aber nix ist. So, und ich mache sogar mal Akteur an, weil wir ja sowieso nur eine kurze Runde machen und es dann später nicht mehr brauchen werden. Ich warte, bis die Ausdauer voll ist. Und go! So, das war ein bisschen laut, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nicht übersteuert. So, hier rüber. Laggedy-lag, warum auch immer. Weil hier kann doch gar nichts laggen. Er hat doch schon alles generiert. Stehe ich nicht so ganz. So, haben wir hier Pilze? Komm schon. Nö. Hier hätten wir so ein Ding. Da ist ein Pilz. Wow. Gut. Ja, und die Feinde, ganz ehrlich, die outrun ich einfach. Wir haben ja Akteur. Oh, der Baum sieht so geil aus, ne? Schon episch. Schick, schick. Gut. Was haben wir hier? Ist das Straußenfahren? Ne, das sind Steine, ne? Ja. Gut. Ja, aber Pilze sehe ich nicht. Absolut gar nichts. Vielleicht da, bei der ehemaligen Zwergenbase. Hier war doch eine Zwergenbase, ne? Ich glaube ja. Ja, Straußenfahren ist hier. Vielleicht finden wir auch Pilze. War das eine Zwergenbase oder einfach eine Festung? Doch, das sieht man hier dran, ne? Und man hört seine Musik. Zwergenbase-Musik. Base, 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 Base. So eine Techno-Mucke. So, hier durch. Aber gar nichts, verdammt. Da hinten waren wir ja schon. Ah, hier sind noch ein paar Trauben. In bequemer Pflückhöhe. Dann nehme ich die auch noch natürlich noch mit. Aber nix. Naja, gut. Wie viele Pilze haben wir? 3. Das reicht ja wohl für ein Gulasch, oder? Ah, hier hat noch was. Ja. Okay. Sehr gut. Und da oben komme ich da auch dran. Jo. Warte. Da komme ich locker dran. Nein, das liegt da oben, die Traube. Ah, sehr gut. Double Jump macht es möglich. Gut. Oh. Eine Zwergin mit Stern. Oder ein Zwerg. Zwergin. Sag mal. So. Aufpassen, dass wir nicht wieder einen Zwerg treffen. So. Keine Ahnung, der Text war leider da. Ich frage mich, ob es hier irgendwo Schatten gibt. Nicht das... Ach, shit. Bist du Freund oder Feind? Fragen beide gleichzeitig. Freund. Sieht man am grünen Balken übrigens, falls du das noch nicht weißt. Aber gut. Also, das ist jetzt schon ein bisschen länger so. Also, das ist sicher seit letztem Update. Eigentlich sollte der das schon längst wissen. Ah, gut, okay, vielleicht hat er die Patch Notes nicht gelesen. Keine Ahnung. Wie auch immer. Hier lang. Und dann nochmal hier. Ja, aber irgendwie ist ja nur tote Hose. Das war nicht zufällig. Nee, das war kein Morgen, das war nur der Baumstamm. Ne? Hier ist auch ein Pilz. Wow, oh, Nest. Gut, das kann ich nicht zurücklassen. Oh, der hat einen Stern. Verdammt, ich will noch ausweichen. So. Oh, shit, 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 shit. Ich gehe in Sicherheit, damit der mich nicht trifft. Ja, ich gehe lieber hier hoch. Und Energieschild. So. Der Krieger, den mache ich danach. Erstmal die Bogenschützen. Lass mich hier hoch. Da, der da vor allem. So, der ist schon mal down. Und der andere könnte schon mittlerweile verbrannt sein vielleicht. Hoffe ich mal. Du sprengst dich in die Luft, sehr gut. Kann ich deinen Loot noch mitnehmen? Weg, 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 weg. So. Und, ja, dich mache ich hier mit platt natürlich. So. Da sind auch noch welche. Naja, gut. Du lässt mal hier. Tschüss. Und ebenfalls. Oh, da hinten kommt nochmal eine Armee der Untoten angelatscht. Ob es keinen Morgen gäbe. So.
So. Und dich auch nochmal. Komm mal hierher. Komm mal schön nah ran hier. Auf den Meter. Und dann lass ich mal schön verprügeln. Und ich guck mal, ob ich hier vielleicht, ne, falls Special-Knochen runterfallen. Ja, ist sogar ein Beckenknochen. Ich glaube, der seltenste war, glaube ich, bisher der Kopf, ne? Den haben wir nur einmal gefunden. Und daraus haben wir auch unser Skelett gebaut. So, tschüss. Und natürlich die hier. Oh, zwei Stück, ey, come on. Und nicht mal Geier, die hier rumfliegen, die wir abfarmen könnten, weißt du? Na, vielen Dank auch. Vielen Dank für nichts. Gut, aber eigentlich wollte ich ja nur ein paar Pilze sammeln und das haben wir jetzt auch. Jetzt hänge ich hier schon wieder. Viel länger als geplant. Was haben wir denn hier? Oh. Aha. Ein Dörfchen. Sehr gut. Eiktür wirkt leider nicht mehr. Naja, gut. Hier ist auch noch ein Pilz. Und nochmal Straußen fahren. Top. Das ist auch immer die gleiche Felsformation, ne? Wie man merkt. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, dass wir zurückgehen. Oh. Berger Schurke. Lass sie bloß nicht treffen. Achso, ich dachte, der sprengt sich. So. Hör damit. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Und, haltet hier mal die Stellung. Falls hier Feinde kommen, ne, dann muss ich hier nicht, muss ich mein Energieschild, das hier alles abfangen. Das wäre sehr nett. Macht euch wenigstens mal ein bisschen nützlich. Nein, ihr seid nützlich. So, alles klar. Ja, dann. Was ist das denn? Hä? Warum ist da so ein gelber Pixel? Hä? Was soll das denn? Stall ich nicht. Ist das Buggy? Soll das so? Kein Plan. Ist das immer... Warte mal. Ist das nicht der gleiche Stein? Ja. Ist da auch ein gelber Pixel? Tatsächlich. Da. Ist mir nie aufgefallen. Warum auch immer da ein gelber Pixel ist. Ach, hier! Sind überall welche drin. Ach so. Soll das so Glut sein? Sozusagen. Ah, Pilze. Direkt bei unseren Dingens. Da ist noch ein Nest. Da. Ja, unterm Stein. Oh, das war nur ein Pilz. Das sah nur doppelt aus. Doch kein Nest. Bin ich bescheuert? Doch, hier. Unterm Stein ist der gespawnt. Und hier ist ein Vieh explodiert. Und deswegen wurde das freigeschaufelt. So, noch mehr weggebrochen. Sehr gut. Energieschild. Loot. Dann gib mal das her. Und da kommt noch einer. Komm mal hierher. Spring mal genau hier neben mich. Nee, nee, hier bin ich, hier bin ich. So. Wow, shit. Ich dachte, ich kann auch ausweichen. Mein Energieschild hat geregelt. Oh, oh, morgen. Guten Morgen. So. Tschüss. Und dann nehme ich wieder Wurzeln. Komm. Wow. Huch. Ich gehe mal hier oben in Sicherheit. Oh oh. So viel zu dem Thema. Oh oh. Ich baller mir mal meine Tränke. 7. Geschild. Puh. So. Und dann Wurzeln. Und das liegt zu knapp. Boah, sind hier auf einmal viele. Holy shit, holy shit. Ich lauf mal weg. So, und ich glaube, ich sollte mir aber auch wieder das, nee, kann ich nicht. Puh, gut. Oh, Energieschild, shit. Ich sollte mich nicht schon wieder so hetzen lassen, ne? Huch, oh, shit. Gut, so viel zu dem Thema. Naja, gut, was soll's. Ja, das war schon wieder typisch Ashlands, ne? Wenn's kommt, dann kommt's dicke. Können wir schlafen gehen? Bestimmt, ne? Ja, gute Nacht.
Guten Morgen, Huch. Was machst du denn hier? Im Grad Wasser, aber noch nicht hier. Faszinierend. Ganz schön aktiv, ne? Wie der hier die ganze Zeit hoch und runter rennt. Freut mich natürlich. Hauptsache, er fühlt sich wohl. So, ab nach unten. Sämtlichen Food geballert. Zack, zack. Und zack. Und theoretisch sogar ein Heiltrank. Und ein Ausdauertrank. Und ein Mana-Trank. So. Ja, ich glaube, wir schaffen das nackt. Ich hoffe es einfach. Ist ja jetzt auch mittlerweile Tag und ich hoffe, da hat es sich gelegt. Ja, wir haben ja dann auch noch Leichenlauf. Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also würde ich sagen, hindurch. So. Und unsere Leiche war gar nicht so weit weg. Beziehungsweise unser Grab. Also mal hier vorsichtig runter. Müsste da hinten... Da ist der Morgan. Oh, oh. Der ist natürlich noch da. Oh, wie schnell man ist ohne diesen ganzen Krempel. Wie agil. So, er verzieht sich. Sehr gut. Und hier müsste... Da ist er doch. Bitte keine Feinde in der Nähe. Ei! Jetzt habe ich was aufgesammelt. Weg damit. So. Klamotten, schnell. Komm, zieh dir die Klamotten an. Und ich schmeiße mal Knochen weg und nehme dafür Ascheholz mit. Ist viel wertvoller natürlich. So. Sehr gut, Energieschild. Und dann würde ich tatsächlich nochmal hier zu diesem Nest gehen. Was wir uns freigelegt haben hier. War das doch, oder? Ne, hier. Hier war's. Denn hier liegen jetzt diese Knochenfragmente. Ich schmeiß mal kurz die weg. Und die weg. Da sind Eier. 1, 2, 3. Da ist Grausten. Da ist noch ein Ei. Das meine ich. Schön alles absuchen, dass wir hier nichts übersehen. Ein Stein. Naja, gut. Stein kann ich auch mal wegwerfen. Da ist ja sogar Grausten wertvoller. So, so, so. Mal gucken. Das hier waren die verkohlten Knochen, die ich weggeworfen habe. Und die Fragmente. Ja, gut. Ja. So sei es. Hier ist noch Holz. Da kann ich vielleicht auch das hier nochmal kurz abbauen. Wo wir gerade dabei sind. Ich nehme nur das Ascheholz mit. Ja. Und dann kommen, verziehen wir uns wieder, ne? Ich wollte ja eigentlich nur Pilze holen. 7 Stück haben wir gefunden bei unserem Abenteuer. Hat sich ja übelst gelohnt. Naja, gut. Dann würde ich sagen... Hier... Und hindurch. So, hervorragend. Dann ab nach unten. Und ich, ne, wir haben ja gar nichts an Loot. Deswegen würde ich das, was wir jetzt gerade in der Tasche haben, sofort einsortieren. Da fange ich mal hier hinten an, weil wir davon am meisten haben. Beeren. Kräuter. Boah. Okay. Straußenfahren läuft bei uns. Pilze. Ah ja, na klar. Das muss ich so machen, weil da keine ist, dann sortiert es sich auch nicht schnell ein. Knochen, Feuer, Ascheholz, Möbel und Aegis. Aegis hier. Möbel hier. Knochen hier. Halt. So. Und Ascheholz dort. Und dann Feuer noch hier hinein. So. Sehr gut. Ja. Dann kann ich mir sogar die wieder anziehen. Und wir können dieses Gulasch-Zeug machen. Ich merke ja auch gerade, ich habe viel zu viel Met dabei, ne? Ich packe hiervon mal 6 rein. Und hiervon auch. So. Haben wir wieder von allen 3. Und ich guck mal kurz, was dieses Gulasch brauchte. Ey, das ist immer noch am Brennen. Ja, okay, das erste ist immerhin schon weggebrannt. Das war ja ganz weit unten. Wo ist es denn? Ne, so weit unten war es gar nicht, ne? Das fiel nur schon früher auf. Es hieß doch irgendwie... Witzig. Nee, nee. Bekannt. Wo hat man Nebelhase? Fleischplatte. Püriertes Fleisch, das hatten wir auch. Da! Doch, das war recht weit oben. Asquin-Schweif, Trauben und Pilze. Natürlich. Die sind wir ja eben gerade abgeklappert. Da wollten wir, genau deswegen sind wir ja gerade losgegangen.
Hier, Reptilfleisch. Her damit. Und es reicht ja, wenn wir einen herstellen. Keine Ahnung, wie gut das Zeug ist. Es scheint, das ist bestimmt wieder Lebensfood. Gehe ich mal stark von aus. Ja. Ist es auch. So. Und dann haben wir den auch. Eine neue Entsperrung im Nachrichtenprotokoll. Okay. Kann man das irgendwo... Also hier sind Trophäen, aber das ist ja... Ne? Ist ja nur von... Viechers. Fertigkeiten nicht. Das hier ist ja Tutorial. Hier gibt es nichts irgendwie wie freischalten, ne? Das ist PvP. Trophäen gibt es auch nicht irgendwie Reiter, ne? Wo man hier Rezepte oder so hat. Nee. Keine Ahnung. Ja, wir haben vor fast allem eine Trophäe. Ich weiß, ein paar Sachen fehlen. Hm. Aber gut. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, wo man das nachgucken kann. Ob, also, was man alles noch hat. Im Nachrichtendingens wurde es gerade gesagt. Was ist das für ein Eintrag im Nachrichtenlog? Oder was stand da gerade? Da, hier, Nachrichtenlogbuch. Eine neue Entsperrung im Nachrichtenprotokoll. Nachrichtenprotokoll, okay. Geheimnisvoller Ort. Munin, Munin, Überlieferung, Drache. Ja, nee. Ist alles Trash. Kein Plan. Wo man das sehen kann. Ich glaube nirgends, ne? Gehe ich mal von aus. So, hier hin. Und dann Beeren hier rein. Halt. Und Pilze hier rein. So. Und das Zeug da, ne? Das sieht aus wie so ein... Wie Borscht. Borscht. Wie so Wurstsuppe, finde ich. Sieht das aus. So mit Erbsen oder so, so irgendwas. Und dann hier so Wurststücke. Ja gut, wie auch immer. Wir müssen ein Dingens Gold nach oben bringen. Das steht noch an. Und ich wollte noch mal eben Harz holen. In der Hoffnung, dass jetzt die... Extraktoren wieder aufgeladen sind. Ich schau mal eben nach. Oh, hier sind wir ja schon. So. So. Und so. Und natürlich hier hinten. Ja, der nervt auch ein bisschen, ne? Ist aber okay. Da habe ich Angst, dass ich jetzt was kaputt breche. Der hier so war, der war voll im Weg. So geht's. Sag mal. Gut. Dann halt nicht. Können wir wieder zurückgehen. Oh, ich mag den Tunnel hier. Das hat was, ne? Ich find's cool, ehrlich. Es hat irgendwie ein cooles Feeling, auch da durchzugehen. Weil, ne, wir sind ja hier komplett umgeben von Felsen. Dann haben wir uns da einfach so ein Loch reingeschlagen. Ist schon geil. Oh oh! Der hat uns gesehen, oder? Er hat nicht trompetet. Der greift aber gleich unsere Sachen an. Nee, komm. Ich muss mich um den kümmern. Bevor der hier noch irgendwas angreift, was uns lieb und teuer ist. Komm mal schön hier hinten hin. Okay, das war knapp. So. Ja, Feuer oder Frost, ne? Frost ist eigentlich auch nicht schlecht. Wenn er nah dran ist, Frost. Ja. Oh ja, das macht so viel mehr Damage. Gut. Dann schieß mal. So. Und Frost. Oh. Ich dachte, er macht seine hässlichen Viecher. Tschüss. Dein Gallenbeutel. Und dann nix wie weg hier. Sehr gut. Bevor hier noch irgendwas zerstört. Ne? Da, Zecken. Sterb. Und du auch. Nein. Hör auf damit. So. Ich hasse es, wenn sie sich an mich ranheften. Richtig dreist. Gut. Her damit. Her damit. Und hiermit ebenfalls. Und tschüss. So. Dann ab nach unten. Und den Stuff eben einsortiert. Geht ja recht fix. Bei dem bisschen. Also hier Magie. So. Dann Monsterorgane. Monsterfleisch. Und Einstein. Einstein. Albert oder welcher?
So, ja, ich gehe mal hier durch, ne? So, hier lang. Und dann müssen wir die wieder erweitern. Oh Mann. So allmählich, ne? Fühlt sich echt schwierig. Mit Gold. Ja, ich könnte theoretisch hier solche machen, aber die. Da müsste ich 10 von bauen und die passen hier genauso nicht irgendwo. Also passen genauso nicht, meine ich. Die könnte ich vielleicht hier am Rand machen. Warte mal. So, ne? Aber auch das ist mir zu weit draußen, bin ich ehrlich. Nee. Nee, nee, nee. Ich mache hier so einen Haufen hin. Also ich mache hier keinen Haufen hin. Ich meine den Goldhaufen natürlich. So. Zack. Und drehen, dass es möglichst wenig. Huch! Nein! Das war schon richtig so. Aber dass es so möglichst wenig abdeckt. So, ne? So. Ja, komm. Naja, gut. Also Gold haben wir, würde ich sagen. Holy crap. Gut. Ja, und dann, wenn ich so auf die Uhr gucke, merke ich auch, wir. Ach ja, das stimmt, Asquin. Da bin ich sehr auf eure Namenvorschläge gespannt. Ne? Bei der nächsten Aufnahme. Weil die Folgen, also für euch zum Mitschreiben, wir sind jetzt gerade auf dem Stand, wo wir gerade. Welche war's? Stimmt, heute kam Broadcast Yourself raus. Das war ja die, wo wir die Brutkasten für die Asquins gemacht hatten. Ne? Und ich glaube, nächste Folge, also die Folge, die morgen kommt, frage ich nach einem Namen. Und das heißt ja, die nächste Aufnahme werde ich mit Sicherheit dann unseren Asquin auch einen Namen geben. Aber ich will jetzt nicht schon einfach einen Namen geben und euch übergehen. Ne? Deswegen warte ich noch einen Moment. So, aber das, ja, in dieser Aufnahme waren wir jetzt mal ein bisschen mehr zu Hause aktiv. Das war aber eigentlich auch schon abzusehen, ne? Weil die ganzen Ashland-Sachen sind ja durch, ne? Und wir neigen uns immer mehr der 1000. Ich bin sehr zufrieden, bin ich ehrlich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und gern ein Abo dalassen, ein Like dalassen und einen Kommentar schreiben. Das wäre super. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Thank you.